Eine glückliche Familie, Tina und Bernhard Schutti mit ihren Kindern. Der Weg zu diesem Familienglück dauerte jedoch 10 Jahre. 2004 die Heirat, dann kam der Wunsch nach einem Baby auf. Tina war damals 30 Jahre alt. Auf natürliche Weise klappte es nicht. Gespräche mit Ärzten und viele Untersuchungen später. Die Ursachen für den unerfüllten Kinderwunsch konnten nicht festgestellt werden. Kinderwunsch hat mein Leben von Anfang an geprägt. Also ich war immer sehr kindervernarrt, habe dann auch meine Ausbildungen dementsprechend gewählt, habe Volksschullehrerausbildung gemacht, habe dann Wirtschaft studiert. Habe mir gedacht, da könnte ich sicherlich auch irgendwas finden, was ich gut mit Kindern vereinbaren kann. Nach 2 Jahren natürlich waren wir dann schon ein bisschen in das Grübeln gekommen, haben wir natürlich Bedenken bekommen, sind dann ja sämtliche eher alternativen Wege noch gegangen. Tina Schutti hat mehrere künstliche Befruchtungen probiert, erfolglos. In der Kinderwunschklinik Dr. Leumer in Thalheim bei Wels suchte sie medizinischen Rat. Wir versuchen, dieses Leid der Paare zu verkürzen. Und die sind ja glücklich, je schneller sie schwanger werden, weil die wünschen ja sich nichts anderes als ein Baby. Und jede Regelblutung ist ja für eine solche Frau eine Katastrophe. Künstliche Befruchtung ist in Österreich erlaubt. Leihmutterschaften hingegen sind nur im Ausland zugelassen. Die Gesetzeslage in Österreich ist streng. Mit Anfang des Jahres wurde jedoch einiges geändert. Zum Beispiel die Eizellenspende oder das Untersuchen des Embryos auf genetische Störungen im Mutterleib. Also es ist so, dass im Fortpflanzungsmedizingesetz, das seit Jänner gilt, kein Stein am anderen geblieben ist und Österreich jetzt wirklich angeschlossen hat an die europäischen Gesetze. Und wir jetzt auch zum Beispiel die Eizellspende machen dürfen. Und wir haben jetzt schon die erste Eizellspende im Detto und werden in Kürze die ersten Eizellspenden machen. Das Zweite, was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt auch Embryonen genetisch untersuchen dürfen. Das heißt, in Fällen, wo wirklich schweres Leid über die Patienten kommen würde, kann man jetzt diese Embryonen genetisch untersuchen. Das andere, was noch gekommen ist, neu ist, dass auch jetzt gleichgeschlechtliche Paare, also Lesben, behandelt werden dürfen. Und diese Frauen, die sind früher immer nach Dänemark gefahren oder so. Und auch das dürfen wir jetzt hier in Österreich machen. Also wir haben in den ersten 3 Monaten dieses Jahres bereits 17% mehr Behandlungen gemacht als im Vergleichszeitraum vom letzten Jahr. Und wir merken einen massiven Ansturm. Tina Schutti hat immer wieder für ihren Kinderwunsch gekämpft. Trotz vieler gescheiterter Versuche klappte es mit künstlicher Befruchtung. Jetzt hat sie 2 gesunde Kinder. Wir haben jetzt in Summe über 10 Jahre gekämpft. Ja. Ich kenne Paare, die kämpfen länger für diesen Weg. Es braucht viel Geduld, viel Kraft, viel Hoffnung. Aber ich glaube, mit Hoffnung und gemeinsamen Zusammenhalten, und das bringt einen ja auch näher zusammen, kann man dieses Ziel erreichen. Wenn die Medizin jetzt helfen kann, dann sollte man das meines Erachtens unbedingt nützen. Lucia und Maria, 2 gesunde Kinder, die ohne den Fortschritt der Medizin nicht hier wären und ihre Eltern tagtäglich zum Lachen bringen. Ja.